So. Na, dann machen wir mal. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, wir dürften gleich genug Holz haben. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Wahrscheinlich haben wir eh schon viel zu viel. So viel, wie wir hier abbauen zumindest. 64, gleich den zweiten 64er-Stack voll. Aber geht ja fix. So. Tadam, tam, tadada. Ich singe eine Melodie von Anfang und vom End. Jetzt hält mir nichts auf End ein. Geschwend? Nee, verschwend. Weil ich meine Lebenszeit verschwend. So, natürlich nochmal ganz kurz die Saplings einsammeln, damit wir hier das nächste Mal auch wieder lustig Holz hacken. Vor allen Dingen ist immer wieder ultra spannend, das Holz hacken. Und nein, ich gehe nicht rüber und guck, was die Trash Tasmani da gebaut hat, weil es noch nicht fertig ist. Und sie hat mich gebeten, da doch bitte so lange noch nicht zu gucken, sondern erst, wenn es soweit durch ist. Da bin ich immer gespannt. So. Und weiter geht's mit Fable-Mucke, die wir auch zum Glück noch nie gehört haben. So, ich glaube, wir haben aber auch gleich echt genug Holz, ne? Dann pflanze ich noch mal ein bisschen neu an hier, ein paar Saplings. Ich würde ja auch gerne, ehrlich gesagt, würde ich gerne noch, habe ich ja, glaube ich, schon erzählt, da vorne noch so einen dichten Wald bauen. Wenn ich da vorne sage, sieht man das natürlich gerade nicht, wo ich das meine. Ach, ist auch wieder so ein großer Baum hier, na super. Ich dachte schon, ich bin voll. So. Ja, die großen Bäume, die will ich jetzt aber auch nicht unbedingt abbauen. Weil das dauert dann immer so lange, bis man sich dann hochgekämpft hat und so weiter und so fort. Deswegen, ich schnapp mir mal die Saplings. Plüpp, plüpp. Plüpp, plüpp, plüpp. Plüpp, plüpp, plüpp. 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 So, komm, den können wir noch mitnehmen hier. Dann haben wir erstmal wieder genug Holz und gut, dass wir hier hinten diese kleine Plantage haben, wo wir uns immer wieder Holz anbauen. So, komm du Seppling. Zack, und das war das Zeichen, dass wir jetzt auf gar keinen Fall noch weiter Holz hacken sollen. Wie viel haben wir jetzt? 64, 46, das reicht für den Anfang. Eigentlich könnte man ja parallel irgendwie immer mal Vorräte auffrischen gehen oder sowas. Aber da hätten wir ja quasi ein komplett durchgehendes Let's Build, wenn wir nicht immer, also Let's Build, wenn wir hier dauernd Sachen bauen. Alter, wie groß das hier geworden ist auf einmal mit den Feldern, krass. So, das haben wir. Das hole ich mir nochmal, zack. Und jetzt nehme ich mal ganz kurz die Saplings und baue wieder Frischfleisch an hier, damit wir später wieder was zum Zerruppen haben. So, jetzt kann ich auch da hinten hingehen. Dann hole ich mir hier gleich noch die Saplings wieder weg. So, da ist noch eine. Habt ihr genau gesehen. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das Feld eventuell da noch erweitere. Und hier wollte ich ja dann quasi, dass man in so einen Wald reinkommt. So habe ich mir das gedacht. Da müssten wir aber noch... Wäre schön, wenn wir den Berg hier abtragen. Oder nee, den müssen wir nicht abtragen. Nee, nee, um Gottes Willen. Entschuldigung. Der Weg... Ja, da könnten wir aber mit dem Weg durch den Berg durchführen eigentlich. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Pass mal auf. Spitzhacke habe ich ja dabei. Ich mache mal ganz kurz. Erde haben wir auch, ne? Warte mal. Machen wir noch mal ganz kurz. Achso, das war natürlich jetzt doof. So, Gravel haben wir nicht so viel dabei. So, und dann würde jetzt quasi, wenn ich das jetzt so weiterführen würde... Gut, der kann dann da gleich weg. Der Sapling. So, ganz konsequent weitergeführt würde dann quasi hier. Ich glaube, das mache ich dann auch mal ganz ohne Schnörkel, ganz ohne Schlenker, dass ich dann wirklich hier diesen Weg so durchbaue.
So, zum Glück sind wir hier auf dem Erdlevel, aber da kommt schon der erste Stein. So, dann muss ich das in Dreierhöhe hier hinkriegen. Ich guck mal ganz kurz. Da müssen wir aber relativ schnell auf der anderen Seite wieder rauskommen. Ich mach das hier mal eben so in dieser Vierer-Abbaumechanik. Das geht ganz gut. Lalalala. Und wir müssten sehr bald auf der anderen Seite wieder rauskommen. Dann haben wir jetzt zumindest schon mal ein bisschen Vorbereitung. Können wir den Weg zum Gästedorf vorbereiten und haben dann noch so eine ganz kleine Unterführung. Eine ganz kleine Unterführung. Mal gucken, wo wir dann da rauskommen. Ist ein bisschen dunkel hier. Ich hoffe, wir kommen dann auch relativ schnell wieder raus. Ich hätte ja gerne noch, wenn man hier so eine Unterführung schon mal hat, dann hätte ich noch eine Idee, was man da Schönes noch mit reinbauen könnte. Das würde aber auch wieder dauern. Weil man da halt auch wieder den Berg ein bisschen aushöhlen müsste und so weiter und so fort. Aber wäre eigentlich relativ schön und ich glaube, hier kommen wir auch gleich wieder raus. Da oben ist zumindest jetzt Erde, das heißt, wir kommen hier eventuell gleich dem Ende entgegen. Ich weiß es noch nicht genau. Lalala, naja, jetzt ist da oben wieder Stein. So, hier Gravel werden wir auf jeden Fall noch eine Menge brauchen. Für diesen Weg allein hier schon. Ach komm, was soll's. Wir wollen ja hier möglichst schnell durchkommen, also nehmen wir mal die Efficiency-Spitzhacke, zack. Na, hallo? So. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange. Ich dachte, das wäre ein kleiner Hügel. Ach, hier sind wir jetzt endlich durch. So, hier sieht man ja noch zum Glück noch gar nichts, was da gebaut wurde. Das ist ganz gut. Und deswegen muss ich mal ganz kurz gucken. Wir müssen ja nicht allzu... So, bis hierhin müsste es gehen ungefähr. Und dann müsste hier so alles mit Gravel ausgelegt werden. Dann hätten wir hier quasi, naja, eine kleine Trasse halt. Also eine kleine... Dann müsste hier oben natürlich noch das hier raus, das Gelumpe. Dann hätten wir zumindest mal... Und wahrscheinlich würde ich das auch so machen, dass ich dann wirklich so einen richtigen Tunnel mache, wo dann, ne, so abgestützt mit Balken und sowas, so ein bisschen so in der Richtung. Und vielleicht auch noch ein bisschen breiter und mal gucken, ich weiß noch nicht genau. Muss ja nicht Passform genau sein, aber so, dass es halt einfach ein bisschen schöner aussieht, als einfach nur so ein Loch im Berg. So, hier sind wir gleich durch. Und da fängt es natürlich an zu pissen, ist doch klar. Aber zum Glück sind wir diesmal wenigstens im trockenen... Ja, okay. So. Da müsste ich theoretisch noch hier die Ränder halt machen, ne? Damit der Weg ein bisschen schöner ist. Und dann gehen wir da durch den Berg und machen das aber so richtig als Tunnel und machen dann hier halt Zäune hin, pipapo. Und dann machen wir links und rechts. Das Feld müsste ich noch ein bisschen erweitern dann. Muss ich mal gucken, wie weit ich das noch graben muss. Dann machen wir links und rechts hier einfach Bäume hin und so einen dichten Wald. Und der müsste dann am bestenfalls über den Berg gehen. So, pass auf. Ich hole mal ganz kurz Gravel, dann können wir das mal eben schnell machen. La 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 la. Und hier müssen wir den Weg ja eh noch ausbessern. So, dann da hinten. Huch, da hat was durchgeblinkt. Gravel und eine kleine Fledermaus. So, Gravel haben wir auf jeden Fall genug. Ja, ist ja gut. Das ist nicht das Richtige. Dann hier Cobblestone, 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 Cobblestone. Cobblestone, Cobblestone und Cobblestone. Und dann haben wir da Gravel. Huch, was mache ich denn hier? Ich wollte auch an die Kiste. Und nehmen wir nochmal Gravel und nochmal... Komm, nehmen wir mal die 38er Gravel. Habe ich da eine Blume drin? Nee, ne? Aber ich habe eine Blume im Inventar, die ich gar nicht brauche. Na, egal. Und wir müssen noch ein paar Bäume einpflanzen. Ich weiß, wir wollten Wooden Slabs machen. Machen wir ja auch gleich jetzt erstmal ganz kurz das Wichtigste, weißt du? Bloß nicht ablenken lassen. Wir müssen uns einfach auf das Wichtigste konzentrieren.
Und das ist gerade unbedingt dieser tolle Weg da hinten. Den können wir später nochmal ein bisschen ausbauen. Machen wir aber nicht jetzt. Sondern hüpfen dann gleich wieder zurück. So, hier ist der Weg fertig. Und hier führt er einfach da hinten dann durch einen Tunnel. Dann wird hier alles mal ein bisschen geräumiger sozusagen. Muss ja nicht immer alles so eng aneinander stehen, ne? Es muss ja nicht immer alles so ganz nah aufeinander hocken. Man kann die Welt auch ein bisschen großzügiger bauen, gerade weil bei Minecraft sich das anbietet, weil die Welt ja so riesig ist. So, jetzt erstmal Licht weg, so. Pass auf, dann mache ich mal folgendermaßen. Fackeln kommen nachher sowieso noch anders hin, zack. Ist ja auch erstmal nur so. So. Und dann haben wir den Weg auch schon durch, beziehungsweise zumindest erstmal zum Rumlaufen, den Weg zum Durchgehen. Ich hätte dann gerne noch so ein paar Schilder, wo dann so steht, hier zum Gästedorf oder irgendwie sowas. Und dann halt zur Fabrik. Irgendwie so ein bisschen die Gegend beschreiben. Das wäre schön. Und dazu brauche ich auf jeden Fall Nadel und Faden. Du hast einen ganz schönen Schaden. Irgendwie kommt hier wieder jemand nicht hinterher mit dem Dingensladen. Ich komm nicht hinterher mit dem Laden. Du weißt, ich kenne den Text nicht. Und singe nicht sehr souverän. Doch draußen ist es schon dunkel. Da werde ich mal schlafen gehen. Denn in entscheidenden Momenten muss ich verpennen, was vom Tage so blieb. Weil ich bis 15 Uhr schlief. Keine Ahnung, ich singe hier irgendeinen Scheiß zurecht, der sich nicht mal gut anhört. La 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 la. Naja. Aber war lustig. Mit dem Poki singen. Der Poki ist ein super lieber, netter Typ. Muss man mal so sagen. Alter, was ist denn hier los? Da fliegt mir das Dach weg, wenn ich das sehe. Also ernsthaft, wieso fehlt da ein Stück vom Dach? Hä? Willst du mich verarschen? Also irgendwie ist das hier gerade sehr dubios. So, Holz habe ich ja, komm, das nehme ich erstmal mit. Wir haben den Gravel da auf jeden Fall ausgelegt. Ja, das hier wird natürlich dann auch alles weggerissen, ne? Wisst ihr, das wird ja nochmal lustig. Was wir da hinbauen, weiß ich noch gar nicht so. Ich würde da gerne noch irgendwas hinmachen, was vielleicht hier zu unserem Dörfchen passt. Ich weiß noch nicht genau was. Da muss ja das Gebäude, da muss ja auch noch eingerissen werden und so weiter und so fort. Und hier, ja, mal gucken, was man da so macht. Habt ihr eine Idee, was man hier so hinbauen kann? Bildet aus Erde. Nein, ernsthaft, habt ihr eine Idee? Bitte ernsthafte Ideen. Irgendwas, was Fantasy-mäßig reinpasst. Bitte jetzt nicht wieder die Idee... Bauen Wolkenkratzer oder eine Tiefgarage oder sowas. Ach, ich will ja gar nicht nach unten. Ich wollte nach oben. Nee, ich wollte nach unten. Um dann nach oben zu gehen. Denn ich brauche nämlich Wooden Slabs. So, bis wohin geht denn jetzt eigentlich? Ich weiß überhaupt nicht, bis wohin das Haus gehen soll. Ehrlich gesagt. Da fehlt auch noch ein Dingensblock. Es könnte ja theoretisch bis hier gehen, wo die Sonne ist. Hier so. Würde dann vom Schalter her, von diesem Schalter her genau hinkommen. Schnuppe die, bitte, ba, bi, 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 schnuppen, bi, bi, ba,
Alter, was mache ich denn hier? Okay, da kommt die Wand hin. Das heißt, ich muss hier mal ein bisschen durchklotzen. So, ich weiß aber nicht, das müsste jetzt diese Säule sein, die erste quasi, glaube ich. Alter, ich baue hier gerade wie so ein alter Fuscher. Es müsste die erste sein, wenn mich nicht alles täuscht. Dann haben wir hier bla und dann blub da die erste. Okay. Und wir haben Sandstone. Das heißt, mit dem Sandstone können wir hier schon mal... Aber ist das richtig? Doch, das müsste richtig sein. Ja, 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 doch, das ist richtig. So. Dann ziehen wir ja auch die Wand mit... Die Wand. Mit Vanstone ziehen wir die Sand hoch, quasi. Und da oben habe ich das erstmal drauf gelassen, ne? Das mit dem Wasserabfluss. Genau, genau, genau. Was ich besser wegmachen sollte. Glas habe ich nicht dabei. Dann sollte ich mal diese komischen... Das da wegmachen. Das passt ja dann nicht mehr. Und hier habe ich 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Da müsste es auch noch zugehen. Oder zugemacht werden. Müsste ich vielleicht von unten aber machen, damit man es besser sieht. Da kommt dann auch Zaun hin. Das heißt, das würde dann quasi so aussehen wie so ein Ausgang oder Eingang. Muss mal gucken, wie ich das später mache. Okay, jetzt haben wir erstmal hier... Mir geht es nicht darum, jetzt hier alles schon mal fertig zu bauen und alles einzureißen, was es hier einzureißen gibt. Sondern einfach nur darum... Dass wir jetzt die Hütte zumindest mal ein bisschen weiter kriegen. So, hier kommt dann ein Holz hin. Und dann mache ich da unten mal Cobblestone rein. Dann sparen wir uns nämlich ein bisschen was. Und den Sandstone kann ich da eigentlich auch rausholen. Und hier eigentlich auch. So. Und dann müsste da eigentlich zack, 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 wenn ich das richtig sehe, müssten wir da durchgehend Holz haben, genau wie hier. Lasse ich das jetzt so mit so einer kleinen Lücke, da könnte man ja theoretisch was reinstellen oder so. Da wird er eh zugebaut. Mal schauen, vielleicht mache ich da noch irgendwas anderes oder mal schauen, ich weiß noch nicht. Hier wird dann Holz hin. Und ich muss gucken, wie ich das mit den Treppen hinkriege. Weil ich würde da gerne, wie gesagt, unter diese Etage hier kommt später mal noch eine. Wo ich aber noch nicht verrate, was sich dann da unten befindet. Das wird aber sehr... Nun ja, interessant. So, der Redstone hier ist eindeutig viel zu weit. Da gehe ich dann... Bis hierhin geht dann diese Holzwand. So, und dann muss ich nach oben natürlich den Boden auch entsprechend verlegen, damit wir in der oberen Etage zumindest einigermaßen symmetrisch sind. Dann haben wir das mal abgegrenzt endlich. Und wissen auch mal, wie weit das jetzt geht. Nach hinten in die Tiefe weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen. Das werde ich dann mal gucken, wie das mit der oberen Etage ist. Ob wir da jetzt genau konform gehen müssen mit der oberen Etage. Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Schauen wir mal. Wird sich gleich alles zeigen. Und hier unten wird dann natürlich alles wieder sehr holzig, wie es aussieht.